Moin, ich bin Ove von T&T E-Mobility und heute ist ein ganz besonderer Tag und deswegen habe ich die Kamera mal wieder rausgeholt. Das ist Thomas und das ist Thomas und die haben zwei Tesla mitgebracht zum Check und die sind weg. Die stehen vorne um die Ecke, da sollen sie stehen. Die zeige ich euch gleich mal im Intro. Und genau da sind sie, zwei Stück. Da, einmal Pussy Wagon Red, zweimal. Beide die gleichen Kennzeichen, RH97E und RH98E. Beide heißen Thomas. Und das Besondere an den Autos, das sind beides Standard Range Raven. Die gibt es nicht so oft mit der Standardausstattung. Also sie haben ja nach wie vor das Premium Package, das heißt Soundsystem, Winterpaket und alles. Ne? Das habt ihr ja drin. Ja, da ist ja jetzt im Prinzip alles drin, was man früher wählen konnte. Ja. Und wir wollen die Autos jetzt mal checken, ob wir gute Autos bekommen haben. Das machen wir mal. Das finde ich, voll spannend. Zweimal die gleichen Autos. Die beiden heißen auch noch beide Thomas. Das ist echt der Hammer. Mal gucken, wie wir das Video nennen. Twin Peaks oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, wie seid ihr denn jetzt überhaupt dazu gekommen, einen Tesla zu fahren? Ihr habt einen Tesla gemietet, sagst du? Nein, wir haben einen Probe gefahren, der verkauft werden sollte. Ja. P85D. 2016. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie alt der da war. Der war auch zufällig auch rot und da sind wir beide zusammen hingefahren und waren ganz angetan davon. Ja, und dann habt ihr gesagt, müssen wir auch haben. Aber dann habt ihr noch ein bisschen erst gewartet. Erstmal nicht, weil es viel zu teuer war. Ja. Und hatten das eigentlich auch fast schon aufgegeben, weil es eben eher noch teurer wurde. Ja. Und dann wurde es ja Anfang 2019 erstmal ein ganzes Stück billiger, die Neuwagen. So um 20% ungefähr. Mhm. Und dann kam zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich gesehen, dass viele von den Standard Range als Lagerfahrzeuge mit ganz erheblichen Nachlässen verkauft wurden. Ja. Und von da wurde das dann sehr interessant und haben uns Ende Januar, Anfang Februar dafür entschieden. Wahnsinn. Und zufrieden? Ja. Ne? Ja. Wir haben eigentlich keine Probleme. Wie seid ihr denn überhaupt auf Elektroauto gekommen? Ja, wir sind ja ein größerer Fuhrparkbetreiber und haben gesagt, wir müssen uns erstmal irgendwann auch mit alternativen Antrieben auseinandersetzen und bei den großen und schweren ziehen wir jetzt ein bisschen nach und versuchen das hier mal. Ne? Okay. Das heißt, was für einen Fuhrpark habt ihr? Ja, wir haben einen Fuhrpark von, sagen wir mal, 75, 80 Ziehenden und 150 Anhängern. Ja. Damit machen wir verschiedene Transporte europaweit und wir werden auch von unseren Kunden ständig gefragt, wie ist die Struktur eures Fuhrparks und jetzt haben wir ja immer zwei E-Wagen da drin. Ne? Aha. Okay, also die Kunden fragen auch danach, ob ihr eventuell auf Elektromobilität steht. Ja, nicht nur, die wollen einfach sehen, ob wir uns mit der Nachhaltigkeitsthema beschäftigen. Im Schwerlastbereich beschäftigen wir uns mehr mit dem Thema, weil wir damit rechnen, entweder Gas oder auch mit dem Bereich der Brennstoffzelle. Ne? Mhm. Aber da gibt es noch nichts Marktreifes. Und dann wollten wir eben, wie gesagt, jetzt unserem kleinen Fuhrpark hier mal mit anfangen und sind jetzt auch dabei, dann vielleicht die anderen PKWs, die im Fuhrpark noch sind, dann auch vielleicht gegen kleinere E-Fahrzeuge auszutauschen. Ja. Um eben, wie gesagt, insgesamt in der Flottenstruktur auch zeigen zu können, dass wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Mhm. Macht Sinn. Und die ersten Erfahrungen mit diesen beiden Autos? Ja, das Fahren ist einfach, das ist natürlich sehr gut. Das gefällt mir auch sehr gut. Nur ist es allerdings für mich auch ein Umstieg. Ich habe vorher eine E-Klasse Mercedes Benziner Baujahr 94 gefahren. Das ist natürlich ein Techniksprung. Ja, das stimmt. Der sowieso extrem ist und aber an dem Wagen habe ich auch sehr gehangen, den habe ich sehr lange und sehr gerne gefahren. War eine S-Klasse oder eine E-Klasse? E. 124er. Ja, 124er. Ja. Ne? Und ja, ist mir auch ein bisschen schwer gefallen, mich von dem Wagen zu verabschieden, aber dieser ist natürlich jetzt richtig toll dagegen. Ne? Ja, wenn man gut, das fährt ganz anders, ne? Ja, auf einmal keine Geräusche mehr. Und was eben noch dazu kommt, dass man jetzt natürlich auch dies doch auch irgendwie so ein bisschen ein gutes Gefühl hat, wenn man sagt, Mensch, ey, da kommt hinten gar nichts mehr raus. Ne? Mhm. Da ist zwar vielleicht vorher schon ein bisschen was
imitiert worden bei der Herstellung von der Batterie und so weiter. Das ist ja auch noch nicht ausdiskutiert bis zum Schluss. Aber wieso macht das jetzt erstmal ein ganz gutes Gefühl? Ne? Ja, jedes Elektroauto ist sauberer als jeder Verbrenner, egal welche Art. Also das ist schon mal ganz klar. Gut, das ist also deiner hier. Ja. Dann fahren wir den mal als erstes Probe. Ja, diese Standard-Range-Fahrzeuge haben 75 Kilowattstunden Akku und sind im Raven ziemlich selten. Die meisten sind tatsächlich Fahrzeuge, die ohne Bestellung vorgefertigt wurden, sozusagen Ausstellungsfahrzeuge. Und hier ist es so, dass wenn man auf zusätzliche Fahrzeuginformationen geht, dass ihr sehen könnt, dieses Auto hat noch den Autopilot 2,5, den Autopilot-Computer. Obwohl man ja eigentlich davon ausgeht, dass alle Raven Hardware 3 haben, hat er aber nicht. Ich denke mal, weil das Auto eben auf Halde gebaut wurde, hat es noch die alten Computer bekommen. Lustig ist allerdings, dass dieses Auto, was habt ihr gesagt, im August 19 gebaut wurde. Also sie haben im August 19 hier noch die Hardware 2,5 eingebaut. Und mein Raven ist gebaut worden im Juni 2019 und hat HW3. Nur hat das Auto, was hat er gekostet netto? Wollt ihr das sagen? Oder ist das eigentlich egal? Ne? 64 oder was kostet das? 63 netto. Das ist natürlich auch nicht teuer. Aber es ist ein Standard-Range und hat HW2,5. Das Gute allerdings ist, und das könnt ihr hier sehen, er hat hier volles Potenzial für autonomes Fahren. Das heißt, hier ist es dann so, dass auch der HW3-Computer noch nachgerüstet werden müsste, denn der Kunde hat FSD Full Self-Driving bezahlt und das kann er nur mit dem HW3 machen, mit dem aktuellen HW3, Hardware 3. Und ich denke, ihr solltet einfach mal nachfragen bei Tesla, wann das denn kommt. Ihr habt hier in eurem Avatar die 21 Zoll Felgen. Habt ihr die auch am Auto? Nee, das sind 19er. Habt ihr die irgendwo bekommen? Nein. Wir haben auch nicht bestellt. Okay, also hier seht ihr 21 Zoll Felgen. Auto steht auf 19 Zoll Slipstream. War wohl mal im Service Center bzw. im Ausstellungsraum. Ist das ein Ausstellungsraumauto? Das wissen wir nicht, okay. Weil das in Nürnberg und Hannover übergeben wurde, ja. Und nicht feststeht, ob das im Ausstellungsraum war. Okay. Das hat er aber 19 Kilometer. Ah, okay, alles klar. Wenn ihr die Reifenkombination wechseln wollt oder die Felgenkombination bei euch im Auto, dann geht ihr einfach auf Service, dann geht ihr auf Reifenkonfiguration und dann könnt ihr hier eingeben, habt ihr 19 oder 21, habt ihr Aeros drauf, Silber Cyclone, Sonic Carbon Cyclone, und so weiter und so fort. Am Ende machst du bestätigen und danach fährt der Computer einmal komplett runter und wieder hoch und dann seht ihr hier die Felgen, die ihr auch wirklich auf dem Auto drauf habt. Cool, oder? Ja, der Klassiker, guck mal hier, könnt ihr das erkennen? Jetzt schon vergammelt. 2000 Kilometer gelaufen und unheimlich viel Rost drauf. Ich habe schon zu den beiden Thomassen gesagt, ihr müsst einfach mehr bremsen. Macht ihr das denn auch in Zukunft? Ja, also denkt bitte dran, beim Elektroauto nicht nur rekuperieren, auch bremsen. Denn 3, 4, 5, 6 Kilowattstunden Strom einsparen ist bestimmt wesentlich unlukrativer, als für 1000 Euro neue Bremsanlagen zu kaufen, oder? So, Thomas und Thomas sind ja schlau, denn ihr könnt hier sehen, der obere Querlenker, das ist ja das typische Problem, da habe ich ja mal Bilder, vielleicht blende ich die hier nochmal ein, der fängt jetzt schon an zu rosten, das was ihr hier seht ist Rost, da die Kanten gehen auch schon weg. Und den werden wir jetzt schön einsprühen mit Wachs, dass er auch immer schön sauber bleibt. Hier oben ist die Kante auch schon weg. Das ist wirklich schlecht. Beim Model 3 sieht es anders aus, da sind die Kanten abgerundet. Und beim Model X auch. Aber die Model S müssen unbedingt eingeölt werden, müssen eingewachsen werden. Genauso hier der Halter, der linke Halter hier des ABS-Sensors, der muss auch eingeölt werden. Das hier oben ist aus Aluminium, beziehungsweise aus verzinktem Blech. Aber da habe ich ja mal Bilder gebracht, dass es schnell gammelt, deswegen ölen wir das oder wachsen das gleich alles ein. So, im 75er sind natürlich hier, das haben wir gesehen, diese Batterien drin, die kennt ihr ja, die 18650er, davon ein paar tausend Stück. Beim 100er sind es 8 Module, insgesamt 16 Module und beim 75er ist es so, dass die Module nur 14 sind und einige sind halt nicht befüllt.
Das heißt so, dass es tatsächlich 75 Kilowattstunden sind in der Bruttokapazität, was der Wagen nachher genau freigibt, also Usable Capacity, das messen wir dann gleich mal aus, wenn wir den Akku auslesen. So, wir sind fertig. Wir haben hier ja ein Tesla Model S Raven Standard HW 2,5. Was mir nicht so gefällt, ist das hier mit der B-Säule. Das kennt ihr ja von meinem. Das ist lose. Die Dichtung verschwindet immer dahin. Das muss man mal festmachen. Dann der Klassiker. Hier unten ist die Dichtung auch lose. Hier haben wir eine Beschädigung im Lack. Das wurde beim Zusammenbauen wohl nicht richtig gemacht. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Hier auf der Haube sind ganz, ganz viele Einschlüsse und Fettaugen. Das ist für mich oft so bei den roten Modellen, weil die ganz oft nicht so gut lackiert werden wie die weißen. Dann haben wir eine lose Kamera. Hier kann man hören, deutlich. Und hier sieht das ganz gut aus mit der Stoßstange. Und hier nicht. Das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, aber die könnte ruhig noch mal 3 mm rein. Ist Kleinkram, aber ist auch ein Neuwagen, hat ja mal viel Geld gekostet, wisst ihr ja. Gut, dann haben wir den Akku ausgelesen. Wir haben hier Usable 67,4 Kilowattstunden, die man hier rein und rausfahren kann, also laden und entnehmen. Bisher wurde DC geladen, 344 Kilowattstunden und 461 AC. Die Reichweite sind 443 Kilometer. Balance ist 0,014. Das heißt, das ist soweit alles in Ordnung an dem Auto. Gewachsen haben wir ihn auch. Der ist also jetzt gerüstet für die nächsten 2 Jahre. Und ich sage meinen Kunden immer, nichts machen, einfach nur Luftdruck gucken, Scheibenwaschwasser auffüllen, alle 4 Jahre Bremsflüssigkeit und alle 5 Jahre mal die Klima prüfen. Ansonsten ist an dem Auto nichts zu machen. Und mit diesen Mängeln geht Thomas Nummer 1. Dann denke ich mal zu Tesla, vielleicht können sie da noch was machen. Und wir werden jetzt Thomas Nummer 2 uns vornehmen. Ja, noch was vergessen. Antriebswelle vorne links klackert und zwar hier ganz schön doll schon für ein Auto, was 2000 Kilometer gelaufen hat. Das ist ja eine Tesla-Krankheit, das kennt ihr ja schon. Da haben die eine Möglichkeit gefunden, das wegzumachen. Das werden die wohl auch machen. Und nochmal die Leistung des vorderen Motors 371 kW, die Leistung des hinteren Motors 327 kW. Vorne haben wir einen Permanentmagnetmotor, hinten einen Asynchronmotor. Immer im Reichweitenmodus fahren, so mache ich es, denn dann spart das Auto Strom. Der vordere hat eh mehr Kraft. Ja, und es geht schon weiter mit dem nächsten Tesla. Das absolut identische Auto. Für mich in diesem Fall natürlich super spannend. Wie sind die Werte? Wie ist der Zustand? Die Autos sind exakt 1000 Nummern in der Fahrgestellnummer voneinander entfernt. Das heißt also, ich denke mal, dass das Lackbild unterschiedlich sein wird. Denn dazwischen waren bestimmt noch einige andere Model S in Weiß, Blau, Grau oder in Schwarz. Ja, lustig, lustig, wirklich lustig oder auch interessant. Für mich natürlich mehr interessant. Wir sitzen hier in dem Auto von Thomas 2 oder 1. Könnt ihr euch aussuchen. Und hier ist es tatsächlich so, das Auto ist 1000 Fahrgestellnummern jünger und hat aber schon HW3. Computer für vollautonomes Fahren. Das ist die absolut neueste aktuelle Hardware. Und zwischen diesen beiden Autos sind 1000 Fahrgestellnummern. Der eine hat Hardware 2,5 und dieser hat HW3. Finde ich sehr interessant. So, da fahren sie, die Raven Brothers. Bis dann. Tschüss. Ja, der ist noch hochgefahren. Guck mal. Tschüss. Tschüss. Gute Fahrt. Danke. Man hört ja gar nichts.